Zap, moin Leute, Vanori am Start mit einer weiteren kleinen Runde Minecraft. Das sind Monster in der Nähe, ich kann nicht schlafen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Monster kann es ja wohl nicht sein. Das sind Monster in der Nähe, du kannst nicht schlafen. Also hier oben ist nichts, das heißt, das muss quasi... Weil ich habe ja hier drinnen alles ausgeleuchtet. Es muss quasi die Spinne draußen sein. Die mich da nicht schlafen lassen möchte. Ja, die ist direkt da oben. Hallo? Du Spinne. Das war die aber nicht, oder? Doch, das war die. Gut, dann können wir eben pennen gehen. Wir haben nämlich was ganz, ganz Wichtiges vor. So, ja. Das lag nur an der Spinne. Ein blödes Vieh. Ein W möchte ich natürlich nicht schreiben. Wir haben nämlich ein Möhrchen gefunden. Ja, Möhrchen. Das werde ich jetzt erstmal... No, ich wollte eigentlich gerade so tun, als würde ich es essen. Aber okay. Dann ist noch eine Spinne. Ich brauche noch einen... Zaun, ja. Guten Zaun. Ja, das reicht. Ein Zaun ist gut. Und dann schiaunappen wir uns doch einfach mal. So. Dich mache ich jetzt auch noch weg. So, gib mir deine ganzen Sachen, die du dabei hast. Dann werden wir uns jetzt Schweinchen schnappen. Pass mal auf. Hier laufen ja ein paar Schweinchen rum. Guck mal, das Schweinchen hier ist schon ganz begeistert. Wie sieht das Schweinchen hier drüben das Ganze? Das sieht das auch ziemlich gut eigentlich. Vorteilhaft. Mr. Brown hat sich natürlich seine Freunde mal wieder gefunden. Er möchte natürlich unter seinesgleichen sein. So, dann haben wir jetzt schon drei Stück. Das ist erstmal eine ganz gute Sache. Schön um den Creeper-Krater, der hier noch rumkreucht und fleucht rum. Na, seid ihr auch alle da? Gut. Dann kommt ihr jetzt hier rein. Dann möchte ich dich natürlich noch haben. Hallo, kommst du mit? Das andere Schweinchen ist am Exploiten hier anscheinend. Ja. Ne? So, pass mal auf. Seid ihr auch alle da? Seid ihr auch alle da? Sehr gut. Alles klar. Wir haben Schweinchen. Dann ist auch schon der erste lächelnde Kürbis. Und während der erste lächelnde Kürbis da hinten sich seines Lebens freut, gucken wir mal, wo eigentlich unsere Kartoffeln sind. Hier sind unsere Kartoffeln. Die können wir jetzt ernten. Dann sind schon mal zwei geworden. Dann haben wir also zwei Kartoffeln. Haben wir noch... Ja, wir haben auch noch Samen dabei. Wir werden jetzt gleich nämlich anfangen, neue Felder anzulegen. Oder was heißt, wir werden anfangen, neue Felder anzulegen? Wir haben da hinten ja noch dieses eine Feld, was wir ja komplett rumziehen möchten, bis hinten dann, wo die Mühle hin soll. Was für mich so viel bedeutet wie, ja, dass wir hier auch erstmal das noch hinpacken können. Ja, denke mal. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Schnappen wir uns irgendwas, zum Beispiel das Ding hier und das Ding hier und das Ding hier. Und dann pflanzen wir die beiden Kartoffeln hier an und das Möhrchen. Möhrchen. So. Mission Möhrchen complete. Jetzt kann man auch mal so ein bisschen gucken schon. Ist zwar noch nicht ganz hoch geworden. Ne, das muss auf jeden Fall alles dann weg. Das wird dann komplett woanders hingesetzt. Wir brauchen davon eh momentan nicht so viel. Das heißt, theoretisch kann ich auch einfach hier komplett... Ne, den wollte ich eigentlich nicht wegmachen. Können wir hier nämlich komplett das Ganze einmal abreißen. Ich weiß, das müssten wir theoretisch jetzt noch nicht, bla bla bla, aber ich finde es einfach besser, wenn es dann schon mal weg ist. So, dann kontrollieren wir einmal das Wasser. Es kann nämlich immer wieder sein, dass irgendwas daneben geht. So wie die hier zum Beispiel. Oder der hier vorne. Aber dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir uns nicht später noch darum zu kümmern. Ich denke mal, diese Sanddinger hier, die können wir ja einfach da lassen. Ist ja nicht weiter tragisch. Haben wir noch Sand dabei? Ja, wir haben sogar noch Sand dabei. Dann kann ich nämlich auch den hier zum Beispiel austauschen gegen ein Sandkümmchen. Genauso wie den hier hinten.
Wobei ich den auch theoretisch weglassen könnte, weil sich da halt dann neues Wasser bildet. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich werde das auf jeden Fall eingezäunt lassen. Aber ich denke mal, das kann man anbieten. Ich könnte auch, was auch theoretisch möglich wäre, wäre das ganze Zeug hier noch einen nach oben zu setzen. Dass es quasi so aussieht, als wäre. Das kann man ja mal ausprobieren. Ich habe ja noch meine kleine Hoe dabei. Wie das dann wäre, wenn ich also quasi. Machen wir einfach mal hier das Beispiel. Hier und hier zum Bleistift. Dann du und du. Ja, ich weiß, dass du jetzt kaputt gegangen bist, ist natürlich klar. Ne, das funktioniert anscheinend nicht. Warum auch immer, vielleicht liegt es daran, dass das Wasser nicht so weit hochkommt. Das heißt, wir müssten quasi dann hier drunter noch ein Wasser setzen oder sowas. Aber ob man das dann vielleicht einen hochsetzen könnte, wobei das sieht dann wahrscheinlich auch doof aus. Ja, sieht wahrscheinlich doof aus. Stattdessen können wir hier um das Teilchen herum, ist hier schon komplett. Sieht zumindest so aus. Ja, hier ist schon komplett drumherum alles. Oh, hier ist sogar noch ein Schweinchen. Das heißt, der hat alles. Eine Zombiehand. Ja, okay, nehmen wir natürlich mit. Brauchten wir noch Erde für? Ich glaube schon. Die Zombiehand nehmen wir auch nochmal mit. Die braucht man irgendwann mal, vielleicht, wenn man dann mal Hunde hat oder sowas. Kann man die mal gebrauchen. Truhe. Packen wir erstmal alles wieder hier rein. Was wir jetzt nicht brauchen. Die Erde nehmen wir natürlich wieder mit. Wir haben noch 4 Eisen, das heißt, wir können uns auch noch Schaufeln machen. Holz brauchen wir noch. Wo ist eigentlich unsere... Was ist eigentlich aus unserem Stickies geworden? Habe ich die mit 3 angepackt irgendwo? Haben wir überhaupt noch irgendwo Stickies? Ich glaube nämlich nicht. Hier sind auch noch 7. Iron. Rosi Ironie. Diamanten. Klar, Diamanten sind immer wichtig. Hier sind auch noch eine ganze Menge 64. Können wir eigentlich noch Eisenblöcke draus machen. Erstmal aber nicht. Da ist auch nichts drin. Wir können auch mit dem Schienensystem anfangen. Das würde auch noch gehen. Das würde ich allerdings erstmal später machen. Machen erstmal Stickies. Moment. Gut. 28 reicht, glaube ich, erstmal. Für, machen wir nochmal erstmal 2 Schaufeln. Ja, das ist ja jetzt nicht so, als würden wir immediately ganz, ganz viele Schaufeln brauchen. Ich glaube, so viele werden es auch wirklich nicht mehr sein müssen. Ich weiß, ich verplemper hier gerade ein bisschen was Zeit vom Tag. Statt einfach loszurennen und es zu tun. Wir nehmen hier mal ein bisschen was Erde ab. Noch. Dann kann man hier noch ein bisschen was, ja. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, den hier nehmen wir auch weg. Dann können wir das Ganze hier noch wegnehmen. Denke mal nicht, dass es reichen wird. Also es ist schon mal ein Zugewinn an Erde. Wir kriegen so ein Blömchen. Ein kleines Blömchen, was wir nicht mit, was wir natürlich nicht liegen lassen. Ne, die 50 werden garantiert nicht reichen. Das heißt für mich so viel wie, wir müssen noch irgendwo was Erde herklauben. Wir können zum Beispiel den hier noch wegnehmen. Ich möchte die Erde natürlich, also ich möchte natürlich das Land nicht zu sehr abflachen. Ja. Soll ein bisschen hügelig bleiben, ein bisschen anders sein. Guck mal hier, der hier kann auch weg. Das Ding hier kann auch weg. Damit wir hier so eine kleine Fläche haben, das Ding hier kann auch weg. Ich kann das Teil hier komplett weg. Und schnappen wir uns das auch einfach mal. Ich weiß, es geht jetzt wieder hier mit Terraforming los und so einem ganzen Quatsch, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Wenn wir damit erstmal durch sind, dann können wir uns erstmal an die Mühle wieder ransetzen und da dann weiterbauen. Natürlich habe ich die jetzt seitlich erstmal nicht aufgelegt. Wir brauchen auf jeden Fall Lianen. Müssen wir irgendwo herkriegen. Wir haben ja bis jetzt, glaube ich, noch keinen Dschungel gefunden. Aber mit Lianen kann man auch Moosstein machen. Wenn ich mich nicht vertue. Was durchaus vorkommt. Auch öfters mal. So, 264er Stacks. Dürfte reichen. Um das restliche Terraforming durchzuziehen. Ja, das hier ist so eine richtig schöne freie Fläche. Dann kann man hier nämlich die Windmühle schön hinstellen. Ich glaube, wir legen auch erstmal die restlichen Felder auch an. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Dafür brauchen wir allerdings eine ganze Menge Zaun.
Ich würde auf 3 64er Sticks tippen. Könnten aber auch 4 sein. Alles möglich. Die Hauptsache ist natürlich, dass es am Ende alles passt. So. Wichtig für uns ist halt nur, dass wir mehr Getreide anbauen. Dass man den ganzen Quatsch dann halt manuell abernten und wieder drauf packen muss, das ist natürlich klar erstmal. Wir haben allerdings genug Redstone und eine relativ hügelige Landschaft hier, sodass wir natürlich auch irgendwo, zum Beispiel da hinten oder was, eine Erntemaschine noch hinpacken können. Die würde ich allerdings nicht so offen hinbauen hier. Die würde ich etwas mehr versteckt irgendwo hinsetzen. Damit die halt nicht die Landschaft so verschandelt. Weil sie ja nicht mehr die Landschaft unbedingt verschandeln muss. Ne? Es kann auch sein, dass die recht gut aussieht oder so. Oh. Da reichen die 2 64er Stacks immer noch nicht. Krass. Also dann brauchen wir hierfür wahrscheinlich auch nochmal 2. Okay. Seht ihr, ne? Wie gut ich abschätzen und rechnen kann. Ich brauche nicht. Ne, komm, den einen... Das eine Fressalien-Ding da, das können wir erstmal lassen. Dafür ist mir das Brot zu schade. Aber hier sind noch 2, 3, die können wir noch mitnehmen. Hier ist noch Schwarzeichenholz. Das werde ich gleich auch brauchen. Und zwar eine ganze Menge davon. Das heißt, wir schnappen uns am besten schon mal, ich würde sagen, 2 Stück von den Bäumen. 2, vielleicht 3 von den Bäumen. Dürften eigentlich theoretisch reichen. Aber wie das halt so ist mit der Theorie und der Praxis, ne, sie liegen da beieinander, sprechen wir einen Moment Deutsch hier. Die haben natürlich nichts miteinander zu tun. Deswegen ist es ja auch Theorie und Praxis. Und nicht Praxis und Praxis. So, dann haben wir nämlich die hier noch weg. Sehr gut. Ein Baum weniger, der hier rumsteht. Und die Landschaft verschandelt. Kann man eigentlich nicht so sagen, ne? Eigentlich eher verschönert. Es wird schon wieder Nacht. Tolle Wurst. Das heißt, uns werden gleich vermutlich irgendwelche Kreaturen auf den Keks gehen. Ich hoffe es mal nicht. Das heißt, so viel wie wir werden uns erstmal wieder verziehen, um schlafen zu gehen. Das Portal da hinten. Oh Mann. Also wie gesagt, ich will halt versuchen, hier möglichst irgendwie eine Landschaft oder sowas draus zu zimmern. Ich mache hier mal zu. Ich glaube, das Skelett hat mich nämlich gesehen. Hier drin spawnt ja eh nichts. Und durch das Türchen, da kommt auch keiner rein. Also brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen, dass uns irgendwas überrascht. Mal gucken, was wir hier noch so alles machen, wenn wir hier einmal durch sind. Irgendwann. Ja, das Skelett hat sich jetzt wahrscheinlich ins Wasser verpieselt oder ist verkohlt oder so. Ich könnte noch den hier oben wegmachen. Dann könnte ich hier die obere Schicht noch abnehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Haben wir noch ein bisschen mehr Holz für Stickies. Das Ei. Ja, Birke. Ich weiß nicht, ich mag Birke nicht ganz so gerne. Von der Farbe her. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ein alter Rocker bin und früher immer nur in Schwarz rumgelaufen bin. Kann durchaus sein, dass ich deswegen Weiß halt noch nicht so mag. Obwohl es eigentlich eine relativ... Ja, es ist halt... Es ist schön, aber halt nur bei bestimmten Sachen. Zum Beispiel ein weißes Auto ist scheiße. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn es schmutzig wird, siehst du es übertrieben. Das ist halt der Grund, warum Weiß auf einem Auto halt Mist ist. Und ja... Irgendwie Weiß tragen auch nur so Prolle oder sowas. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Kann auch sein, dass ich da vollkommen falsch liege. Aber was ich bis jetzt so gesehen habe... Ja, verkehrte ich auch einfach in den falschen Kreisen. Wer weiß das schon. Jo, da habe ich einen zu tief gegraben. Merkt das schon, wir kommen hier langsam auf Stein, wenn wir weiter so radikal die Landschaft verändern. Okay, Schaufel Nummer Uno ist natürlich weg. Ist das doof, dass das immer so viel Erde kostet hier. Oh, guck mal, Kohle. Kohle! Die wir natürlich nicht brauchen momentan. Wir haben nämlich noch genug. So, plöpp. Gib mir deine Erde. Okay, die Setzlinge brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den hier machen wir mal wieder zu. Und hier hauen wir die obere Schicht raus. Schnappen uns das heißt nur die 3 Kohle, die hier sind.
Restkohle interessiert mich recht herzlich wenig. Und dann machen wir das Zeug hier auch nochmal zu. So. Kann auch sein, dass wir es irgendwann wieder aufreißen, um dann an die Kohle ranzukommen, falls ich mich irgendwie mal daran erinnere. Aber das kann auch noch ein bisschen dauern. So. Dü, 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 dü. So, den 21er Stick, den verbraten wir jetzt erstmal. Dürfte nicht allzu lange dauern, bis wir den losgeworden sind. Und dann können wir uns wieder anderen Dingen widmen. Ups. So. Mann, bin ich glücklich, dass wir endlich Möhrchen haben. Möhrchen. So. Immer schön in Vierecke unterteilen, dann kann man das nämlich ganz super abschätzen. Und wesentlich besser ausfüllen. Also ich finde es wesentlich gemütlicher, sich irgendwie in einer Reihe immer so rückwärts zu bewegen und dann die Erde zu platzieren. Gibt doch Leute, die machen das dann irgendwie, keine Ahnung, machen das dann irgendwie so. Aber man merkt schon, das dauert irgendwie ein bisschen länger, als wenn man jetzt einfach... Ups. Ja, natürlich nicht, wenn man verkackt, wenn man es gerade zeigen möchte. Letzte Reihe kriegen wir bestimmt noch hin. So. So, Fehler ausmerzen. Dann haben wir das schon mal geschafft. So, Knifte. Und dann schnappen wir uns jetzt noch, ich würde sagen, zwei Bäume. Zwei Bäume garantiert. Irgendwelche großen natürlich am besten. Dick verzweigte oder einfach nur gerade nach oben gehende, wie den hier zum Beispiel. Der wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den wegmachen. Ich könnte aber auch den hier zum Beispiel nehmen. Indem ich einfach mich hier einmal durchfräse. ja, der hat auch eine ganze Menge Holz. Ich finde, die großen Bäume, die haben das Problem, dass sie halt so verzweigt sind meistens. Ne? Das Schöne an der Sache ist, dass halt richtig viel Holz da drin steckt. Ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt noch dazugehört. Ja, scheint so. Gut, dann kann ich den auch wegmachen. Blub, 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 blub. Das ist halt das Schöne, dass die großen Bäume so extrem viel Holz haben. Das heißt, Holz ist eigentlich auch keine Rarität oder sowas in der Art. Dann gucken wir mal, wie viele wir da rauskriegen. Sieht ganz gut aus. Ja, ich denke, einen Baum fällen wir aber noch. Das Problem ist einfach nur, dass die sich nachher dann mit der Krone irgendwie vertudeln. Weil der hier komplett weg, die Seed ist, den wir hier gefällt haben, glaube ich. So. Schnappen wir uns den noch mit. Und dann hauen wir den einfach den anderen Rest so weg. Ich denke mal, das geht klar. Kann halt alles hier ein bisschen dauern. Ich bin ja jetzt nicht so der Holzfäller-Typ. Mit einer Eisenaxt geht es etwas schneller. Weil wenn wir eine Diamantaxt oder sowas hätten, dann wäre das natürlich... Hui. Goldaxt ginge natürlich auch. Aber die ist halt dementsprechend schnell auch wieder kaputt. So, plopp, 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 plopp. Dann haben wir es doch auch schon. Dann können wir uns jetzt nämlich den Zäunen widmen. Ich glaube, das war's, ne? Ja, sieht so aus, sonst ist kein Holz mehr da drin. Waren auch schon wieder 48. Guck dich doch mal an, was wir jetzt an Holz haben. Tja. Echt hart. Gut, dann also erstmal... was braucht man denn jetzt alles? Ich habe da eine Werkbank dabei, ne? Habe ich eigentlich noch Eisen? Ja, Eisen habe ich auch dabei, das ist super. Dann kann ich die Werkbank erstmal platzieren. So hier irgendwie. Und dann können wir mal gucken, wie war das jetzt mit den Zäunen. Moment mal. Ah ja, genau, da muss man das dann machen. Moment, dann machen wir erstmal... ein 64er Sticky... 264er Sticky, dann haben wir nämlich hier. Man sieht schon, dass das eine ganze Menge Zeug kostet. Ja, es gibt dann 364er Stacks von den Dingern. Es könnte hinhauen. Es könnte. Und wir bauen uns noch eine Eisenhoe, um das Feld bestellen zu können, falls die erste kaputt geht.
Naja, die Axt, die packe ich mal besser hier hin. Für noch Zäune aufzureißen. Und natürlich müssen wir hier ein bisschen Erde platzieren. Gut, wo packe ich die Erde hin? Die Erde packe ich einfach. Mach, komm, das Brot brauche ich mal gerade. Moment, ich esse noch irgendwas und dann können wir das Brot auch wegpacken. Jupp. Gut, dann können wir die Erde hier reinpacken. Plop, 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 plop. So. Dann können wir nämlich hier das Kapitel abschließen, mehr oder weniger. Brauchen wir uns darum nicht mehr zu kümmern. Das ist wieder alles schön verschlossen hier, wie es aussieht. Und dann müssen wir den hier wegmachen. Den hier auch. Also den. Und anschließend müssen wir dann einfach hier alles, was hier irgendwie geht, bis halt schräg rüber. Machen wir es einfach so, würde ich mal sagen, und testen das aus. Der kommt weg. Wie das aussieht, ob die da weg DC'en oder nicht. Ich kann das halt nicht beantworten, wie weit das jetzt alles genau sein muss und sowas. Man könnte das natürlich abzählen. Finde ich allerdings persönlich etwas blödsinnig. Weil man sieht es ja dann im Nachhinein, wo die Typen, also wo die Dinger verschwinden, beziehungsweise wo sie dann weg sind und normales Gras wieder gewachsen ist. Das ist halt das Gute an der Sache, dass die halt dann verschwinden, die Felder, und nicht, dass die dann unfruchtbar sind und dann halt nichts drauf wächst, einfach nur. So, der ist schon mal tot. Dann haben wir hier quasi die Verfelderung. Ja, man sieht schon, dass hier nicht alles genutzt wird von dem, was wir hier ausbaldowern. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Versuchen wir natürlich, möglichst viel Feld draus zu machen. Dass das Ganze dann später halt eingezäunt wird, das ist klar. Aber es kann auch sein, dass ich noch eine Reihe weitermachen möchte. Und dann würde ich halt dementsprechend noch einen Wasserbottich da irgendwo hinsetzen. Dann müssen wir es halt allerdings etwas abzählen, damit man sich da halt nicht so extrem vertut. Ich glaube, ich kann hier sogar noch einen weniger machen. Ja, es müsste eigentlich nur drei Felder weit gehen, weil sonst vertrocknet das Ganze, weil ja, man hat hier ein Feld, zwei, drei, vier, das heißt bis hierhin dürfte das maximal gehen. Dementsprechend ist das natürlich dann, ne, meh und so. Und wir gehen natürlich dann hier rüber. Ich weiß noch nicht, ob wir bis vorne hin zum Baum wollten, ne? Wenn hier natürlich schon Gras wachsen würde, wäre das wesentlich einfacher zu sehen. Oh, der ist auch kaputt. Moment. Es wird gleich Nacht. Mann, 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 Mann. Das ist natürlich jetzt also rein technisch gesehen eine Verschwendung von Ressourcen. Aber mir persönlich ist es relativ egal. Man sieht schon, wo das hier alles weg sieht wieder. Wo man dann kann man quasi hier dann wieder vollen Einsatz machen und sowas. Das geht natürlich dann. Und das hier hinten wird natürlich alles noch verschwinden dann wieder. Je nachdem, wo man dann halt angesetzt hat und all so ein Quatsch. So. Dann machen wir das quasi bis hier hin. Ne? Natürlich ist das jetzt doof, wenn jetzt irgendwie Zombies oder sowas spawnen. Das heißt, ich muss jetzt quasi pennen gehen. Lauf hier schön auf dem Sand entlang. Da ist schon das erste Skelett. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Beziehungsweise hier trampelt nichts auf unserem Feld rum. Das wäre natürlich dementsprechend schade. Um das schöne Feld. Sperr dich aus. Genau, so. Ich weiß, wir haben jetzt schon wieder ein paar Minuten überzogen, aber das ist vollkommen egal. Das mache ich immer. Ich glaube, ich höre einfach auf, das zu erwähnen und daddel einfach so lange, wie ich lustig bin und dann anschließend, ja. Höre ich einfach zwischenzeitlich irgendwie auf. So.
Das heißt, hier sieht man schon mal wunderbar, wo das ganze Zeug die sieht und wo nicht. Und also ein Quatsch, ne? Und da müssen wir, wo ich natürlich jetzt die Felder hingemacht habe, wo jetzt zum Beispiel das Ding hier, da muss dann hier oben zum Beispiel noch ein Sandding rein. Beispielsweise jetzt einfach, ne? Wir können natürlich auch die Sanddinger wegmachen und stattdessen dann Erde hinpacken. Das geht natürlich auch. So. Tschüss. Das geht natürlich auch alles gut. Das heißt, beispielsweise haben wir jetzt hier einfach, hier zum Beispiel, ne, haben wir das Ende der Fahnenstange. Dann ziehen wir das Ding einfach mal hier rüber. Dann geht das hier nämlich vorbei. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Aber wie es aussieht, ist das hier auch, weg die Seed. Das Ding hier kann man auch quasi wegmachen. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen warten, weil das Ding hier dürfte auch dann eigentlich weg die Seed. Ne? Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Es könnte auch sein, dass wir hier vielleicht noch dann, was eigentlich gar keine so schlechte Idee wäre, wenn wir hier das Feld vielleicht noch einen erweitern, indem wir hier natürlich Wasserpötte hinsetzen. Oder vielleicht noch einen Fluss durchziehen oder sowas. Dann kann man das fast verdoppeln. Wäre ganz okay, glaube ich. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Gucken wir mal, dass wir hier das noch ein bisschen was erweitern vielleicht. Dann machen wir noch eine zweite Schicht quasi hier hin. Dürfte dann relativ gut aussehen. Ne? Gucken wir, dass wir das Ganze hier dann zum Beispiel abgrenzen, dass das hier gerade ist und hier dann zum Beispiel im Zickzack irgendwie runtergeht oder sowas. Bin noch gar nicht so sicher. Schauen wir mal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.